Was mich interessiert, was der Herr Adam auch angesprochen hat, ist die dichte Diskussion, die in München ja auch da ist und die eigentlich im Bestand ein ganz wesentliches Thema ist, weil man viel mit Dichte kompensieren kann, um überhaupt Bestand zu erhalten. Wenn man ihn erhalten will, kann man das oft, indem man nachverdichtet, um entsprechend auch das Geld dafür zu haben. Das betrifft viele Privatinvestoren, betrifft aber auch eben Baugenossenschaften, die vielleicht nicht im Geld schwimmen und trotzdem ihre Wohnungen sanieren wollen. Und die können sich über eine Nachverdichtung durchaus diese Möglichkeit erarbeiten. Und da bin ich bei der Politik und bei der Stadtplanung auch nicht klar, was eigentlich wirklich Sache ist. Die dichte Diskussion wird zwar auf der einen Seite offensiv geführt, aber wenn man dann tatsächlich da mal ransticht, passiert eigentlich sehr wenig. Ja. Es sind aktuelle Bebauungspläne, die vor vielleicht 3, 4 Jahren geplant worden sind, die jetzt gebaut werden und wo die Dichte, zum Beispiel jetzt Riem, letzter Bauabschnitt, bei unter 1,0 liegt. Und das finde ich eigentlich fahrlässig, ja, wenn man solche Diskussionen führt, dass die Stadt eigentlich da Riesenprobleme hat, dann wäre es meines Erachtens ein leichtes, da nochmal nachzulegen, auch wenn es gewisse Diskussionen nach sich zieht.